Matthias, was du heute dabei hast, habe ich wirklich noch nie gesehen. Was ist das? Ich habe dir mitgebracht einen Rimshaker. Und das ist nichts anderes als ein Kunststoffelement. Das heißt, in einem rechten Winkel mit einem Flausch kannst du einen Shaker an einer Trommel befestigen. Okay. Und zwar an Budenbongos, Cajonito, Frame Drum oder auch dem Cajon, auf dem du sitzt. Aha. Und du hast die Möglichkeit, den zu spielen, ohne dass du ihn in die Hand nehmen musst. Kannst ihn also in deinen Spielbewegungsablauf integrieren. Mhm. Zusätzlich aber, wenn man jetzt so eine Rahmentrommel mal nicht traditionell, sondern eher so in die Hand nimmt, so wie wir das machen als Schlagzeuger und Percussionisten, die jetzt nicht aus dem Nahen Osten kommen und da an diese Tradition gewöhnt sind, kann ich den an diesem Flausch befestigen an der Seite und habe unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du mal da drauf tippst bei dir, dann hast du den freischwingend, mhm, und hier an meiner Seite habe ich jetzt, oh, das Fell mitschwingen. Das heißt, okay, du kannst dir jetzt vorstellen, habe ich das Instrument so zwischen den Beinen, kann man natürlich ganz, ganz schöne, einfache, wow, Grooves spielen, ohne dass ich in irgendeiner Form tief einsteigen muss in die Rhythmik und die Spieltechnik der orientalischen Musik. Also für unsere Popmusik, mhm, eben auch sehr, sehr schön einzusetzen. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Wooden-Bongos. Und auch hier habe ich eine glatte Fläche und wieder diesen Flausch angesetzt. Und du hast dann halt die Möglichkeit, den hier so zu spielen, wenn ich mal mache. So, und dann habe ich, wow, ganz viele Möglichkeiten, sehr, sehr sensibel, sehr, sehr leise und vor allen Dingen immer fest montiert in meinen Bewegungsablauf zu integrieren. Genau, im Flow bleibend. Absolut. Super cool. Noch nie gesehen? Danke dir. Bitte, bitte.